Hallöchen! Ich mache mich jetzt auf zum Frühstück, denn es ist schon nach 10:30 und es gibt nur bis 11 Uhr Frühstück. Also ich muss mich ein bisschen sputen, damit ich noch was kriege. Und ihr seht dafür jetzt einen Ausschnitt bzw. einen Clip, den ich schon gefilmt habe letzte Woche oder vor über einer Woche sogar, wie ich euch das Zimmer hier zeige. Und dann seht ihr einfach, wie das hier ein bisschen ausschaut. Wie gesagt, wundert euch nicht, ist schon ein bisschen älter der Clip, aber für euch einmal hier, damit ihr wisst, wo ich so wohne. So, ich bin gerade nach Hause gekommen, ins Hotel gekommen und ich wollte eigentlich morgen anfangen, euch mitzunehmen, aber ich konnte es jetzt nicht aushalten. Also ich war gerade im Kino, hier in Bad Füssing. Ich bin hier in einem wundervollen Wellness-Hotel, mache hier Urlaub allein mit mir und genieße das sehr. Und ja, komme gerade, wie gesagt, aus dem Kino, aus dem Film Greatest Showman. Ich kann euch den Film nur empfehlen, wenn ihr noch nicht viel darüber gehört habt, nicht zu viel darüber nachdenken oder angucken. Der ist richtig toll. Warum ist er so toll? Er ist von den Machern von La La Land. Also wem La La Land gefallen hat, dem wird vermutlich auch Greatest Showman gefallen. Und ich denke sogar, mir hat er besser gefallen als La La Land. Ich fand La La Land auch sehr schön, aber ja, für mich vielleicht zu Klischee Hollywood, Dance, gute Stimmung mäßig. Und Greatest Showman, ja, hat mich berührt, hat mich einfach sehr, sehr berührt. Ich kann euch also nur empfehlen, guckt euch den Film unbedingt mal an. Wenn wir schon dabei sind, zeige ich euch einfach ein bisschen, wie es hier aussieht. Ich hoffe, ihr seid jetzt mal nicht zu kritisch. Hier liegen schon ein paar Sachen rum. Das ist das Badezimmer. Badezimmer. Hier schlafe ich, nächtige ich. Hier gibt es noch zwei Sessel, die sind unglaublich bequem. Und Aussicht habe ich auf das Thermalbecken. Da war ich tatsächlich noch nicht drin, aber das werde ich in den nächsten Tagen auch noch ausprobieren. Und dann geht es noch in den zweiten Raum. Hier schaut es deutlich chaotisch aus, wie ihr vielleicht sehen könnt. Nochmal zwei wunderbar gemütliche Sessel, die gerade in Beschlag sind zum Teil. Meine Yogamatte liegt da hinten. Mein ganzer Kram auf dem Tisch verteilt. Und wie gesagt, ich würde euch gerne morgen mitnehmen. Ich habe einen Termin. Ich muss mal gleich gucken, wann. Nicht, dass ich den verpasse. Und zwar, ja, um 9 Uhr. Ganz in der Früh. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich schaffe das zeitlich. Denn ich bin gerade so aufgekratzt und aufgedreht, dass ich eigentlich am liebsten jetzt die ganze Nacht durchtanzen und singen würde. Mache ich nicht. Wahrscheinlich. Sondern ich werde mich dann in dieses Bett hier fallen lassen und wundervoll träumen. Und dann nehme ich euch morgen ein bisschen mit und zeige euch ein bisschen, ja, was ich da so mache. Vielleicht. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Und dann sehen wir uns einfach morgen. Ich bin zurück vom Frühstück und ich habe es mir jetzt gerade mit dem Tee noch ziemlich gut gehen lassen. Also ich saß jetzt eine ganze Weile noch am Tisch. Und ja, ich habe wieder festgestellt, es ist ganz nett. Also es waren gerade Berufsschüler da, die wohl im Hotelbereich eine Ausbildung machen. Und ja, Schülerverhalten eben. Spannend, das mal wieder zu sehen. Vielleicht auch ein Zeichen für die Zukunft. Mal schauen. Und bevor ich mich jetzt fertig mache und auf zur Therme gehe, zur Europatherme in Bad Füssing, dort nehme ich euch nämlich nicht mit, werdet ihr hier direkt einfach ein paar Ausschnitte, ein paar Schnipsel noch sehen, die ich letzte Woche gefilmt habe. Und zwar war ich letzte Woche in Schärding und habe euch da ein bisschen mitgenommen, habe das aber nie bisher nicht geschnitten und zusammengebastelt. Deswegen seht ihr das jetzt und ich mache mir einen ganz entspannten Tag.
in der Therme. Sonja, die mir heute früh meine Füße gemacht hat, ganz toll, verraten hat, dass es gar nicht so weit ist nach Passau, wie ich dachte. Ich dachte, es ist irgendwie eine Stunde oder länger nach Passau und sie hat gemeint, nee, wenn es alles frei ist, dann sind es 25, 30 Minuten. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, deswegen vielleicht geht es dann heute auch noch nach Passau. Mal gucken. Also Schärding fand ich jetzt schon mal vom Herfahren sehr schön. Über den Inn bin ich gefahren und schwuppdiwupps war ich da. Ich mache mich mal auf die Suche, wie es hier so ausschaut und wo hier so die Innenstadt verborgen ist. In Schärding am Inn. Und zwar hinter mir ist Schärding und wenn ich mich jetzt drehe, seht ihr hinter mir den Inn und auf der anderen Seite ist Deutschland. Neuhaus am Inn, um genau zu sein. Ich finde es sehr faszinierend und wir laufen jetzt mal in die Richtung weiter und gucken uns mal noch ein bisschen Schärding an. Nach der Eroberung und Besetzung der Stadt im April 1809 hat er vor lauter Liebschaften mit Schärdinger Mädchen den Abzug seiner Truppe versäumt. Eifersüchtige Schärdinger Burschen haben ihn aus Rache und zur Vergeltung hier eingesperrt. Angeblich hat ihn dann eine seiner Geliebten wieder befreit.
Sonne geblendet und ich freue mich so, dass sie rausgekommen ist. Es ist unglaublich warm hinter dem Fenster jedenfalls, solange ich nicht da rausgehe. Und ja, wer hat jetzt die Finger und auch die Zehennägel schön? Ja, dieses Wohlfühlprogramm habe ich mir gegönnt und es geht dann auch gleich weiter zur Fußreflexzonenmassage. Freue ich mich auch schon drauf, habe ich noch nie gekriegt und ich, ja, lass es mir heute richtig gut gehen. Gestern war, ja, habt ihr mitgekriegt, war ich noch in Schärding, war dann dort nirgends mehr, habe dort auch ein Buch gekauft in einer Buchhandlung und ansonsten, ja, hab die Sonne genossen, denn gestern war auch Sonne da. Das war schon richtig, richtig schön. Gestern war sonst, glaube ich, nichts mehr. Ja, vielleicht gehe ich heute ein bisschen shoppen. Kommt drauf an, ob das Wetter so schön bleibt. Wenn ja, dann gehe ich noch ein bisschen raus. Wenn nein, also wenn es wieder regnet, bleibe ich dann doch vielleicht hier und lasse es mir komplett den ganzen Tag einfach nur gut gehen. Lese ein bisschen, stricke ein bisschen, mal gucken. Und wenn es noch was gibt, dann seht ihr das gleich im Anschluss.